Läuft. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, da rechts kommt auch noch einer. So. Damit machen wir uns weiter auf dem Weg nach Stuttgart. Und ihr kennt das Spiel, wer Ruppler findet, darf sie behalten. Ich bin ja schon ein wenig hippelig jetzt in der Zwischenzeit, weil wir kommen heute definitiv in Stuttgart an. Und von da aus geht es dann nach Dresden. Da sehe ich dann mein neues Spielzeug. Ich bin noch nicht so ganz hundertprozentig wach, weil die Nacht da auf dem Rastplatz liegt. War nicht unbedingt die beste. Und viele noch PKWs haben entweder vor dem LKW angehalten, haben Motor laufen lassen, haben sich großartig da noch unterhalten und es war so ein bisschen die Hölle. Aber so ist es halt. Man kann nicht immer einen ruhigen Platz haben. Und vor allen Dingen das Schöne ist ja, wenn wir in Dresden ankommen, ist auch gleich Wochenende. Ich kann dann also noch schön den neuen LKW einrollen. Vor allen Dingen eben hier erstmal ganz genau angucken. Du bleibst stehen, das ist aber äußerst nett. Und ich lag ja mit meiner Vermutung komplett falsch. Ich war ja der Meinung, dass SCS als nächstes den MP5 reinbringt. Aber da hat SCS mal eine lange Nase gemacht und bringt jetzt den neuen DAF rein. Bin gespannt, wie das Ding aussieht. Ich weiß jetzt schon, dass viele wieder rumjammern werden, weil es halt nicht der Mercedes ist oder der MAN oder der S-Way. Aber ich sehe es einfach so, es ist wieder ein neuer LKW, es kommt wieder was Neues ins Spiel. Und man muss ja auch bedenken, wie alt das Spiel eigentlich schon ist und wie sehr es doch immer noch gepflegt wird. Darum freue ich mich über jede Neuerung.
auch wenn sie natürlich, wenn man Mods benutzt, nicht immer so prickelnd ist, weil man muss halt immer gucken, welchen Mod hat es jetzt wieder zerschossen. Aber alles in allem macht dieses Spiel einfach riesen Spaß. Ich denke mal, wir können gleich hier bleiben. Bitte Oder? links halten. Ja, und bitte links halten, dann machen wir das doch. Bitte links halten. Da lag ich ja gar nicht so verkehrt. Den hat uns Good Old Germany gleich wieder. Links halten. Und da vorne kommt doch schon die Grenze. Und wir sind in Baden-Württemberg. Was hier los? Die wussten wohl einfach nicht, was sie tun sollen. Aber Hauptsache auf der linken Spur schleichen. Das sind mir die richtigen. Hätte ich gerne rausgelassen, Kollege, aber da hätte ich auf der linken Spur was wegboxen müssen und das wäre nicht so toll gewesen. Und apropos Kollege, der gute Herr Passenheim ist jetzt ja bei der Fidus-Trans. Ich würde mal sagen, hat er alles richtig gemacht. Hat auch einen schönen Mercedes. Alter, du hast doch. Da fällt einem nichts mehr zu ein. Und jetzt fährt er hier bestimmt runter, oder? Alter, was hast du für ein Problem? Na, bestimmt so ein Idiot, der meint, jetzt zeig es dem LKW-Fahrer aber mal.
Ja, genau so ein Idiot war das. Oh, wie ich diese Leute hasse. Wollen, dass die mit ihrem Leben spielen, das fällt dir nicht auf. Der hat jetzt bloß gedacht, der böse, böse LKW-Fahrer hat mich angehupt. Dem zeige ich es jetzt aber mal. Idiot. Wo sie Splitt noch gestreut haben. Hat der Kollege ITL ja schon gesagt, da hätten sie ja wenigstens mal ein Warnschild aufstellen können. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ups, nicht so wild mit den jungen Pferden. Ich will zwar schnell nach Dresden kommen, aber nicht mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung. Ich muss den nachher auch noch mal bei der East North anrufen und mal noch mal nachfragen, wo ich diesen LKW hier abstellen soll. Ob ich den an der Halle abstellen soll oder an der Werkstatt. Oder ganz woanders. Zumindest den Auflieger, den werde ich erstmal an der Halle abstellen. Bei dem brauche ich ja noch wieder. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der LKW auch erstmal zur Werkstatt geht, dass die dann halt nochmal einmal durchgucken können. Ich muss sowieso hier vorne runter, dann kann ich auch gleich hier bleiben. Ausfahrt rechts. Aber
Aber zeitlich liegen wir echt gut im Plan. Gleich mal gucken, wie weit es dann von hier noch bis nach Dresden ist. Schaffe ich das etwa heute noch? Glaube ich allerdings nicht. Aber lassen wir uns überraschen. Wir sind in Stuttgart. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Schöne Fahrt. Das freut mich, dass dir die Fahrt gefallen hat. Ich stelle mich dann erstmal hier in die Seite hin, um abzuklären, wo wir hin müssen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich mehr weiß. Also, bis gleich. So, die Papiere habe ich alle. Dann können wir wieder starten. Fahrt vorsichtig. Und die letzte Etappe hat begonnen. Auf nach Dresden. Wo wir heute aber definitiv nicht mehr ankommen werden. Es wird bei Aurach Feierabend sein. Ich könnte zwar noch ein bisschen was länger fahren, aber da kommt denn leider Gottes nichts mehr. Fahrzeit doch um einiges überziehen und das wollen wir dann nicht riskieren. Bitte rechts halten. Somit ist dann halt in Aurach für heute Feierabend. Morgen dann Ankunft in Dresden. Das ist nett von dir. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts machen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Jeden Kilometer werde ich ein Stückchen weit aufgeregter. Ja,
Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie der LKW aussieht. Weil ich wurde ja gefragt, was ich mir da dran so wünschen würde. Aber wie es dann halt im Endeffekt fertig aussieht, das weiß ich halt nicht. Und natürlich bin ich auch gespannt, wie er euch gefällt. Ich meine, in erster Linie muss er mir gefallen, weil ich fahre damit rum. Aber wenn er euch gefällt, wäre natürlich auch schön. Ich hätte eigentlich auch versuchen können, noch bis nach Nürnberg reinzukommen, um dann bei der Fidustrans vielleicht noch mal in der Kantine was zu essen. Muss ich mal schauen. Erstmal geht es jetzt bis Aurach und dann gucken wir mal, ob ich vielleicht dann noch nach Nürnberg reinfahre oder nicht. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Die Ausfahrt rechts. Gucken, vielleicht fährt mir ja hier auch noch der LKW von der Fidustrans über den Weg. Und was wird das jetzt mit dir hier? Bist aber mal, du denkst mit. Du bist aber mal, du denkst mit. Das war auch wieder so ein typischer Satz von mir. Aber das war jetzt genau das Gegenteil von dem Autofahrer, den wir vorhin hatten. Der hat mich schön vorgelassen und alles ist in Ordnung. Freistaat Bayern. Aber dass das so genial aufgeht, dass ich dann wirklich Freitag in Dresden bin. Kann ich mich also schön noch mit allem beschäftigen und dann
Montag in aller Frische wieder raus auf die Straße. So macht das Spaß. Vorne ist unsere Raststätte, wo wir erstmal einen Zwischenhalt machen und dann überlege ich nochmal, ob ich noch reinfahre nach Nürnberg oder ob ich hier stehen bleibe. Wobei sich die Frage eigentlich nicht stellt, wenn man die Auswahl hat zwischen der Kantine von der Fidux-Trans oder McDonald's. Da ist die Kantine der Fidux-Trans eine wesentlich bessere Entscheidung. Weil günstiger und es macht satt. Und es schmeckt dazu auch noch. Du lässt mich vor, du auch. Ihr seid ja mal. Ja, jetzt fährst du weiter. Jetzt lässt du mich aber erstmal vor. Ich muss dir schließlich nur gucken, ob von links was kommt. Dass der Chef sieht. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Okay, lass uns eine neue Route finden. Und kannst du jetzt einfach mal ruhig sein? Neu berechnen. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Ja, mal gucken, dass wir jetzt. Ah, das wird doch. Ich liebe es. Und da kommt die Hecke. Haben wir noch geschafft. Und dann stellen wir uns hier mal schön hin. Aber wenn dann auch vernünftig hinstellen. So, und Feierabend für heute. Fenster können wir nochmal hoch machen. So.
Dann einmal raus hier. Also stehen wir doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Ja, sagte er, und ich bestelle mich dann gleich nochmal um. Aber das mache ich dann gleich ohne euch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und da kommen wir auch endlich in Dresden an. Ich freue mich. Also bis dahin. Tschüss.